Jetzt ein paar Beispiele. Schreiben Sie ein Programm zur Zinseszinsberechnung. Dieses Beispiel hatten wir in der vorangehenden Unterrichtseinheit schon betrachtet, aber nur für den Fall der Berechnung des Zinseszinses für 4 Jahre. Jetzt verallgemeinern wir das auf eine beliebige Zahl von Jahren, die der Benutzer eingeben kann. Hier wird zunächst das Kapital eingelesen, dann der Zinssatz und die Anzahl der Jahre. Und jetzt wird die Zinseszinsformel angewendet, und zwar in einer Vorschleife für die entsprechend gewünschte Anzahl an Jahren. Gibt der Benutzer hier für die Jahre an 2, wird der Wertebereich von 0 bis 1 durchlaufen, also 0 und 1, das heißt für 2 Jahre wird entsprechend hier die Zinseszinsformel angewendet. Gibt der Benutzer hier 10 ein, wird diese Schleife 10 mal ausgeführt für 0 bis 9, also wird wirklich der Zinseszins für 10 Jahre berechnet. Und anschließend wird dann entsprechend dieser berechnete Wert hier unten ausgegeben. Schauen wir uns das mal in Eclipse an. Hier unser Zinseszinsprogramm. Nehmen wir als Kapital 100. Sagen wir, der Zinssatz ist 3%. Und wir möchten erhalten das Kapital nach 5 Jahren. Nach 5 Jahren haben wir 115,92 €, wenn wir hier von 100 € ausgegangen sind und einem Zinssatz von 3%. Nehmen wir an, wir legen jetzt 1.000 € auf die hohe Kante, haben einen Zinssatz von 3,5% und möchten wissen, ja, was wir beispielsweise bei Eintritt unserer Rente, also nehmen wir mal als Zahl 30 Jahre, aus diesen 1.000 € gemacht haben. Das lohnt sich. Nach 30 Jahren rechnet sich das Kapital folgendermaßen. Es ergibt sich der Wert 2.806,79 €.